Ein wunderschöner Schuh. Es ist der berühmte Schuh von Aschenputtel, den sie in jener Nacht verlor, als die Uhr 12-mal schlug. Dong, dong, dong. Aschenputtel lebte mit ihrer Stiefmutter und den beiden Stiefschwestern. Die machten ihr das Leben zur Hölle und behandelten sie wie eine Magd. Aschenputtel war immerzu schmutzig, weil die Stiefmutter sie ständig harte Arbeit verrichten ließ, wie den Boden mit der Bürste zu schrubben. Während sie schuftete, verbrachten die Stiefschwestern ihre Zeit damit, neue Kleider anzuprobieren. Die Stiefmutter und die Stiefschwestern machten sich ständig über sie lustig. Um sie zu ärgern, verpassten sie ihr den Namen Aschenputtel. Denn sie saß oft so nah am Ofen, dass sie immerzu mit Asche bedeckt war. Eines Tages beschloss der Sohn des Königs, ein gut aussehender Prinz, ein großes Fest zu geben, zu dem er alle jungen Frauen des Reiches einlud, um unter ihnen seine Braut zu wählen. Als Aschenputtels Stiefschwestern die Einladung erhielten, liefen sie aufgeregt umher. Und dir, Aschenputtel, keiften sie, während sie überlegten, was sie anziehen sollten, raten wir, das ganze Haus geputzt zu haben, bis wir wiederkommen. Aschenputtel war sehr betrübt. Wie gern wäre sie mitgegangen. Durch das Fenster sah sie ihren Stiefschwestern hinterher, und als sie von dannen gezogen waren, fing sie sehr zu weinen an. Plötzlich, als ihre Augen vom vielen Weinen schon ganz geschwollen waren, vernahm sie eine sanfte Stimme. Du wärst auch gern auf dem Fest, nicht wahr, Aschenputtel? Das Mädchen erschrak, hob den Kopf und sah eine Frau neben dem Kamin stehen, die sich auf einen Stock stützte. Wer bist du? Fragte Aschenputtel erstaunt. Ich bin deine Fee. Und dieser Stock ist mein Zauberstab, antwortete die Alte. Wenn du wirklich zu dem Fest gehen willst, hör auf zu weinen und bring mir einen Kürbis und eine Maus. Geschwind holte Aschenputtel einen Kürbis aus dem Garten und fing eine Maus. Den Kürbis berührte die Fee mit ihrem Zauberstab und er verwandelte sich in ein prächtiges Auto. Als sie die Maus antippte, stand plötzlich ein eleganter Chauffeur vor ihr mit Mütze und allem Pipapo. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kleid, sagte die Fee. Und mit einem Wink ihres Stocks verwandelten sich die schmutzigen Lumpen von Aschenputtel in ein wunderschönes Festgewand. Aschenputtel sah bezaubernd darin aus. Zu guter Letzt gab sie Aschenputtel ein paar Schuhe. Schönere hatte man nie zuvor gesehen. Es waren die schönsten auf der ganzen Welt. Als Aschenputtel sich gerade auf den Weg machen wollte, sprach die Fee mit ernster Miene: Hör mir gut zu, Aschenputtel. Du musst unbedingt vor Mitternacht zurück sein, weil der Zauber mit dem letzten Glockenschlag vorbei sein wird. Dein Auto wird wieder ein Kürbis sein und der Chauffeur eine Maus. Also vergiss nicht, vor Mitternacht. Dann machte Aschenputtel sich auf den Weg. Als sie den Festsaal betrat, wurde es mucksmäuschenstill. Alle waren von ihrer Schönheit überwältigt und der Prinz verliebte sich auf den ersten Blick in sie. Sie tanzten und gingen dann in den Garten, um allein zu sein.
Aschenputtel war so glücklich, dass sie vergaß, die Glockenschläge zu zählen. Dong, dong, dong. Aschenputtel merkte erst, dass es schon Mitternacht war, als der letzte Glockenschlag erklang. Und ohne sich zu verabschieden, lief sie so schnell davon, dass sie einen ihrer Schuhe verlor. Genau diesen, den schönsten Schuh der Welt. Der Prinz hob ihn auf und verließ das Fest. Er war so betrübt, dass er sich in sein Zimmer einschloss und vor Liebeskummer seufzte. Als Aschenputtel ohne Auto und Chauffeur nach Hause kam, trug sie wieder ihre alten, schmutzigen Lumpen. Nur der zweite Schuh, den sie nicht verloren hatte, war ihr geblieben. Viele Tage zogen ins Land und der Prinz wurde immer trauriger. Die ganze Zeit über starrte er den Schuh an und dachte an nichts anderes als an das Mädchen, das ihm das Herz gebrochen hatte. »Ich halte es nicht mehr aus«, rief er schließlich. »Ich muss wissen, wer sie ist.« So verkündete der Prinz, dass er das Mädchen heiraten würde, dem der Schuh passte. Alle Mädchen probierten den Schuh an, aber keinem passte er. Er wurde von Haus zu Haus gebracht, bis eines Tages auch bei Aschenputtel angeklopft wurde. Die beiden Stiefschwestern taten alles, um zu beweisen, dass der Schuh ihnen gehörte, aber der einen war er zu klein, der anderen zu groß. »Und wenn es nun meiner ist?«, fragte Aschenputtel. Die Stiefschwestern lachten hämisch. Aber dem Mann, der den Schuh gebracht hatte, war befohlen worden, dass ihn alle Mädchen anprobieren sollten, ohne Ausnahme. Und so nahm auch Aschenputtel den Schuh. Wie groß war die Verwunderung, als sie ihn mühelos anziehen konnte. Und noch mehr staunte er, als sie ihm den zweiten Schuh zeigte. Kurz darauf heiratete der Prinz sein Aschenputtel. Weil sie so ein gutes Herz hatte, durften auch ihre Stiefmutter und die beiden Stiefschwestern bei ihr im Schloss wohnen. Es kam ihr nicht einmal in den Sinn, sich an ihnen zu rächen, obwohl sie viele Jahre so hässlich zu ihr gewesen waren. Und das ist der Schuh. Seht ihn euch genau an. Denn dieser Schuh wird auch mich eines Tages zu meinem Aschenputtel führen.